Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Genau, wir sind frisch raus aus dem Bereich, wo wir nicht rein sollten. Wir haben anscheinend das Buch gekriegt, gehen jetzt nach Professor Fig. Ich weiß nicht, ob das länger dauert oder nicht. Deswegen hatte ich ja gestern Schluss gemacht. Ich habe jetzt die Folgen hintereinander weg aufgenommen, weil ich nicht genau weiß, wie das mit den Aufträgen so insgesamt ist von der Länge her. Deswegen ist das schwer einzuschätzen. Wir gucken jetzt erstmal. Fig war, glaube ich, irgendwo in einem Turm. Da müssen wir irgendwo hin. Und ich porte mich einfach mal dahin und dann lassen wir uns überraschen. Wir sollten auf jeden Fall dichter dran sein wie vorher. Mal sehen, was er Schönes zu erzählen hat. 18 Meter. Ich werde tatsächlich mal einen richtigen Portal bestellen. So, da mussten wir warten. Er ist halt anscheinend nur tagsüber für uns da gewesen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir! Ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Da haben wir was freigeschaltet. Man kommt nicht immer bei jedem Professor in jeden Raum rein. Wenn man irgendwo mal drin ist, sollte man auf jeden Fall gucken, ob man da nicht irgendwas findet. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen
Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. So. Das ist wohl der Kräuterkundeunterricht, schätze ich. Aber wir sollen erstmal auf die Weltkarte gucken. Aha, das ist das kleine Dorf ein Stückchen weiter. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Ja, ich würde sagen, da haben wir einen ganzen Schwung neue Aufträge gekriegt. Ne? Wir werden mal hier mal zwischendurch mal gucken, was wir jetzt noch haben. Da die Münze, die ist nicht so interessant. Das ist alles klar. Das sind Sachen, die wir zwischendurch mal gesammelt haben. Ja, das sind neue Gegner, die wir kennengelernt haben. Da kommen auch noch einige dazu, so wie es aussieht. Da haben wir einen neuen Griff gekriegt. Sonst noch was? Nö. Das ist unser Fortschritt bei Aufträge. Weil hier gibt es ja nachher auch Belohnungen, die sich freischalten. Ne? Deswegen Erscheinungsbild und sowas. Man kriegt dann halt immer ein paar Sachen dazu. Ne? Hier war auch sonst nicht mehr. Hatte ich noch was übersehen? Aufgaben. Ja, ihr seht selber, Aufgaben haben wir jetzt hier. Ne? Ganzen Schwung. Da müssen wir die Übungen machen, die Duelle machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Oh, ihr seht gerade, Gegner per Ausweichrolle, Incendio auf Gegner. Das können wir also während des Duells machen, schätze ich mal. Kräuterkundeunterricht, das ist auch gut. Und dann trifft Nettie. Okay, und besuche den Kräuterkundeunterricht, ist der große Part. Das ist doch alles okay. Und unsere Standardschlüssel. Also das hier kann man fast mit dem da überein machen. Dann ist man fast in einem Turn weg sozusagen. Ich klicke mir jetzt mal hier die Übung an. Karte. Und da waren wir ja schon mal in der Nähe. Dann können wir uns mal Übungskombos und sowas nochmal gucken. Weil das gehört ja auch zum Hauptauftrag. Wir kriegen ja nur das fertig, wenn wir Kräuterkunde auch noch besucht haben. Dann geht ja alles auf einmal. So, da ist unser freundlicher Kollege. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Aha, okay. Das sind die Zauber, die wir jetzt also wirken sollen. Sehr schön. Kombo haben wir. Die haben wir auch. Also man muss einfach so die Tasten der Reihenfolge nachdrücken, ne? Einfach nur ist gut, ne, aber. Wow, das war mal eine lange, würde ich sagen. Gut so. Aber hat geklappt. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen.
Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Okay, das macht schon wieder was für Nebenaufträge. Das ist gut. Wir sollten auch gleich einen Levelanstieg haben. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Das muss ich fünfmal feuern, zehnmal ausweichen. Dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Leviosa, im Zentrum. Lumos. Im Zentrum. Protego. Ich zögere das extra ein bisschen hier, weil ich versuche natürlich jetzt hier die Verbrennungszauber und sowas unterzubringen. Ich weiß nicht, ob ich damit jeder zwei getroffen haben muss oder ne? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das ausweichen, wo ich nicht genügend dabei hatte. Nochmal an. Das war der Sieg. Was für ein Duell. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. So, Level 12. Hier hatten wir, glaube ich, schon mal alles abgegrast, ne? Gucken, ob wir nichts vergessen haben oder übersehen haben. Ne? Da ist nur der Port. Ja, wir gucken nochmal. Also, damit haben wir nichts dazu gekriegt, aber bei Aufträgen. Das ist ein Medium-Part. So. Ja, die Ausweichrollen haben hier nicht gezählt, weil Aufreißen nicht vorgesehen war. Aber wir haben immerhin den Part mit dem Anzünden hinter uns. Das ist schon mal gut. Schlüssel, das ist ja eh nebenbei, wenn wir sie mal finden. Ne? Ja, es ist die Frage, ob wir erst den Kräuterkundeunterricht machen oder ob wir uns erst mit Nettie treffen. Ich glaube, wir machen erstmal die Nettie treffen, weil da wird vielleicht noch was Folgendes kommen, was vielleicht damit zusammenhängt. So, die gute Nettie, wenn wir auf die Karte gehen. Weltkarte, die ist da.
Hogwarts-Karte. Jetzt fragt ihr euch, warum Hogwarts-Karte? Aber wir sind hier fast beim Ausgang. Ich port mich trotzdem die paar Meter. Brauchen wir nicht über die Brücke laufen. Da müssen wir jetzt anscheinend hinmarschieren, so wie es aussieht. Und vielleicht ist es ja ein kleines Dorf. Da wird garantiert auch ein Portpunkt sein. Dann werden wir da uns mal eine Runde da hinschleichen sozusagen. Laufen, was auch immer. Und natürlich werde ich hier freundlicherweise zwischendurch immer das hier drücken, um zu gucken, ob wir irgendwas an Zutaten einsammeln können. Weil wir werden definitiv noch Zutaten ohne Ende brauchen. Das sieht natürlich, also landschaftsmäßig und so ist das schon schön gemacht, das kann ich anders sagen. Sieht schon gut aus. Wir haben den gestrichelten Weg, wir wissen also, wo wir lang müssen. Und so super weit weg ist der Ort gar nicht, sehe ich gerade. Das passt doch. Hey, Tiere. Rebellion. Aha, da ist irgendwas drinne. Oder hinter, ich weiß es noch nicht. Bin neugierig. Drinne. Geld eingesammelt. Okay, jetzt haben wir noch mal gucken. Oh, hey, was gefunden. Hauptsache Werkzeuge. Hier ist noch eine Spur. Na, mehr sehe ich hier so nicht. Das hier ist bestimmt Hinterausgang. Oh, Hinterausgang. Gleicher Weg. Okay. Revelio. Nichts. Sieht interessant aus. Am Wasser kann man immer so Blutegel-Dinger einsammeln oder sowas. Deswegen gucke ich mal hier kurz an die Wasserkante, ob hier irgendwas ist. Ich kann nicht wissen, was das ist. Die hier sind auf jeden Fall am Drachen steigen lassen. Da will ich lieber mal nicht dazwischen gehen. Keine Ahnung, ob die freundlich sind oder nicht. Ich habe nur hier oben Pilze gesehen. Auch wenn sie giftig sind, das ist mir egal. Ah, hier. Hier haben wir schon was. Es tut so gut, dich zu sehen. Okay, die muss ich ansprechen. Das ist okay, dann können wir in der Zeit mal erstmal gucken. Aha. Gucken, kommen wir hier ins Haus. Ah, Haus ist auf, so wie es aussieht. Da ist auf jeden Fall was zum... Aha, kann ich dran klöppeln, auch schön. Da steht so eine Statue, die brauchen wir später auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, hier geht es schon wieder um Klamotten. Oh, da vorne ist ein Händler. Händler ist auch schon mal gut, dann können wir nämlich den Kram verkaufen, ohne dass wir nach Hogsmeade müssen. Und das noch eine Nebenquest. Oh, ich habe da drin noch was übersehen, so wie es aussieht. Ja, Kiste. Oh, Ausrüstung ist voll. Okay. Also hier gehen wir dann gleich nochmal hin, weil da vorne scheint ein Händler zu sein. Händler, sehr sympathisch. Rest gucken wir dann hier gleich nochmal. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Tränkhändler, okay. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Wäre natürlich zu doof fürs Spiel, ne? Das ist klar. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield. Und besser als die meisten Orte. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten.
Wenn sein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? So, dann kommen wir jetzt endlich zur Sache. Ich habe erst was Gelaber sicherheitshalber angeholt. Gucken, was haben wir hier? Erdus-Trank, Maxima-Trank. Ich glaube, die brauchen wir nachher irgendwo für. Und Power-Tränke hat er 2 Stück dabei. Momentan können wir selber noch nicht brauen. Das ist so der Punkt. Okay. Ja, ich sollte erst tatsächlich gucken, was für Klamotten wir anhaben hier. Damit wir nicht außersehen was wegschmeißen, was wir gebrauchen. Anscheinend haben wir bei Ausrüstung doch noch was Neues. Also, schlechter. Handschuhe sind auf jeden Fall schon die besten. Den Rest können wir verkaufen. Können wir auch alles verkaufen. Der ist erschreckenderweise besser. Also setzen wir mal einen hässlichen Hut auf. Mal sehen, wie das ist. Der wäre besser, der wäre besser. Der wäre noch besser. Das scheint der beste zu sein. Weil das, was wir anhaben, wird beim Verkaufen nicht angezeigt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen können wir natürlich immer gucken. Wir haben ja echt Probleme mit dem Umhang. Da kriegen wir echt nichts Vernünftiges anscheinend. Ne? Und Outfits haben wir auch das Beste. So, dann sollten wir den Spaß jetzt verkaufen können eigentlich bei den freundlichen Kollegen. Das sollte gehen. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Oh Gott, ist der Hut hässlich. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Und wir haben ohne Ende zu verkaufen, wie ihr seht. Also richtig gut. Richtig gut. Da brauche ich jetzt so die ganze Zeit hier draufdrücken. Dann kommt hier richtig Kohle rein. Und zwar satt und schmutzig. Ja, satt und schmutzig nicht. Aber wir haben auch noch nicht viel gemacht, weil die meiste Kohle kriegt man zum Teil mit diesen Augenkisten halt zum Beispiel. Und da waren in Hogsmeade ja noch eine ganze Menge und da waren wir ja in dem Sinne so noch gar nicht bei. Ich muss mal gucken, was wir jetzt für Tränke haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haben wir Tränke an Bord? Ne, wir haben keine Tränke an Bord. Später für Questen werden wir auf jeden Fall Tränke brauchen, aber die können wir uns auch nochmal holen. Wir können jetzt hier nochmal. Hallo, Mr. Semi. Weil wir ziemlich viel mit Klamotten gemacht haben. Nein, nicht so viel reden. Was verkaufen Sie hier? Und wir die vorhin verbraucht haben und momentan noch nichts selber machen können. Behilflich sein? Würde ich die Mega Power Tränke hier kaufen. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Erhöht den Zauberschaden kurzzeitig, weil der ist ein bisschen teuer. Aber die sind nachher gut, wenn man sie selber machen kann. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Das wurde mir alles schon kundgetan sozusagen. So, jetzt gehen wir da hin und können das nochmal wiederholen und während ich hier rüber marschiere, verabschiede ich euch so langsam von euch. Wir werden auf jeden Fall hier die eine Kiste nochmal anklicken und dann werden wir uns die Umgebung beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen. So, da gab es nochmal einen Umhang. Gerade ja noch gejault über einen Umhang. Mal gucken, ob wir jetzt hier mal ein bisschen nach vorne kommen. Nein, die müssen wir auch erst mit Stufe 13 an, können wir den erst anlegen. Aber der bringt uns gut nach oben, wie ihr seht, von den Punkten her. 17 nach oben. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Level. So, ja, aber dann sind wir erstmal am Ende für die Folge heute. So einfach es ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teil freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.